Schau, Papa, jetzt zeigt er was. Und zwar, wie man das Labyrinth, das baltische Rad zeichnet. Du machst eine Linie und einen Punkt und dann machst du zwei Linien und einen Punkt und dann musstest du nur noch verbinden. Das baltische Rad. Das sieht gut aus. Und es geht sogar noch größer. Wenn du da statt einer Linie zwei Linien machst und da statt zwei Linien drei Linien. Und dann tust du es auch wieder verbinden. Ja, das kann er wahrscheinlich dann immer noch so weitermachen. Das ist cool. Na, Paula, das ist echt cool. Das schaut ja total schön aus.